Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Dieser 4er BMW mit knapp 100.000 gelaufen hat bereits ein Problem, der zu einer teuren Reparatur führen kann. Das Fahrzeug kann man aber vorher prüfen und die teure Reparatur vermeiden. Das bieten wir auch aus der Ferne an über ein Kabel, was wir euch zuschicken. Viele unserer Kunden haben leider nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen, aber für diese Kunden bieten wir eine Fernwartung an. Das heißt, alles, was wir hier vor Ort elektronisch mit dem BMW-Tester prüfen können, können wir ebenfalls aus der Ferne prüfen. Dazu schicken wir euch so ein Kabel. Wir können die einzelnen Komponenten des Motors, Getriebes und des gesamten Fahrzeugs prüfen. Was genau wir prüfen, werdet ihr in dem Video Stück für Stück sehen und werden das abarbeiten. Interessant ist natürlich sowas für jemanden, der ein Fahrzeug kaufen möchte und ein Fahrzeug kaufen möchte für eine lange Zeit. Denn oft ist das halt so, dass die Gebrauchtwagengarantie, auch bei BMW oder anderen Anbietern, die übernehmen nicht alle Komponenten, sondern Komponenten wie zum Beispiel Partikelfilter oder Katalysator oder viele andere Komponenten werden nicht von der Garantie übernommen, denn es sind Verschleißteile. Solche Teile kosten natürlich aber sehr, sehr viel Geld. Wenn ihr natürlich halt ein Fahrzeug habt und länger was von dem Auto haben möchtet, ist es ebenfalls sinnvoll, so ein Fahrzeug zu prüfen, um einfach präventiv die richtigen Sachen durchzuführen, bevor es einfach teuer wird. Wenn ihr natürlich schon ein Problem mit dem Fahrzeug habt und ihr möchtet eine unabhängige Meinung haben von jemandem, der mit der Materie sich sehr gut auskennt und damit tagtäglich zu tun hat, dann können wir natürlich über die Ferndiagnose genauso machen. Über die Diagnose können wir natürlich auch Updates durchführen, Modifikationen, eine Leistungssteigerung und auch andere Kodierungen, wenn das für euch interessant ist. In diesem Fahrzeug haben wir einen 420 Diesel Motor mit 184 PS. Das Fahrzeug ist aus 2014 und hat knapp 100.000 gelaufen. Wir werden jetzt Stück für Stück die einzelnen Komponenten prüfen, so wie wir das auch in einer Ferndiagnose machen würden. Jede Prüfung, die wir durchführen, schicken wir euch per WhatsApp ein Bild und eine Sprachnachricht, dass man halt sehen kann oder erklärt, was das bedeutet und wie die Diagnose, wieder die einzelnen Prüfungen zu der einzelnen Komponente zu verstehen ist. In dem Fall haben wir zum Beispiel einen Softwarestand aus 2020. Das heißt, das Auto ist 2014, der Softwarestand aus 2020. Das ist an sich nicht schlecht. Das heißt, wir haben eine relativ neue Software. Neue Software macht in dem Fall Sinn, besonders auf den Motor, weil bei dem Motor hat sich natürlich sehr viel getan. Wenn so ein Fahrzeug 2014 gebaut wurde und die Software jetzt 14 oder 15 ist, dann haben wir natürlich halt in der Software noch sehr viele Fehler, sehr viele Softwarefehler. Das heißt, die Software wurde nicht perfektioniert und bestimmte Prozesse sind noch nicht ideal. Prozesse wie zum Beispiel eine Regeneration des Partikelfilters. Und über so eine Fernwartung können wir natürlich auch ein Update durchführen. Natürlich könnt ihr auch ein Update bei BMW durchführen, das ist ebenfalls möglich. Nur bei BMW habt ihr das Risiko, wenn ihr ein Update durchführt, dass BMW das gesamte Fahrzeug einmal komplett updatet, das heißt alle Steuergeräte. Und das hört sich an sich halt nicht schlecht an. Das Problem dabei ist einfach, dass wenn alle Steuergeräte geupdatet werden, habt ihr bei jedem Steuergerät die Gefahr, dass das Steuergerät im Endeffekt kaputt gehen kann. Wir werden als erstes jetzt den Partikelfilter prüfen. Denn der Partikelfilter ist leider kein Verschleiß oder ist kein Teil, was die Garantie übernimmt. Es ist ein Verschleißteil. Denn wenn ihr zum Beispiel so ein Fahrzeug viel Kurzstrecke fährt und dem Auto nicht die Möglichkeit gibt zu regenerieren, dann wird der Partikelfilter natürlich nicht lange halten. Wenn ihr so ein Fahrzeug halt sehr viel Autobahn fahrt, Landstraße und der Partikelfilter die Möglichkeit zu reinigen, dann ist natürlich, wird er natürlich ewig halten. Wichtig ist natürlich auch der Softwarestand, weil wenn zum Beispiel ihr einen alten Softwarestand habt, dann ist zum Beispiel der Prozess der Regeneration noch nicht perfektioniert. Weil wenn so ein Fahrzeug zum Beispiel 2014 rausgekommen ist und ihr habt einen Softwarestand aus 2014, 15, 16, dann hat natürlich BMW in den letzten Jahren sehr viel mehr dazugelernt, wie so eine Regeneration funktioniert, beziehungsweise wie man die halt am besten und am effektivsten halt macht. Plus, viele Sachen wurden von Werk oder ab Anfang an nicht berücksichtigt. Das heißt zum Beispiel, manche Sensoren, die verändern ihre Eigenschaften und zeigen Werte halt nicht richtig an. Genauso sieht das halt aus mit Sachen wie zum Beispiel bestimmte Stellmotoren, die verschleißen über die Jahre und schmeißen Fehler, obwohl das halt nicht notwendig ist. Bei der Prüfung des Partikelfilters werden wir den Abgasgegendruck prüfen. Das heißt, wie viel Gegendruck hat der Partikelfilter? Das heißt, wie viel Widerstand haben wir? Diese Prüfung funktioniert dann natürlich dann nur effektiv und sinnvoll, wenn der Ladedruck, den wir da haben, wenn der halt natürlich auch realistisch ist, wenn er halt echt ist. Wenn wir zum Beispiel einen Motor haben, wie zum Beispiel 40D
3, 5D oder zum Beispiel einen allgemein, wo wir eine Unterdruckversorgung des Turboladers haben, dann haben wir natürlich die Gefahr, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Unterdruckschlauch kaputt ist oder zum Beispiel ein Ventil, was den Unterdruck herstellt, dann kann es passieren, dass wir zu wenig Ladedruck haben und erst, dass er uns die Werte halt falsch anzeigt. In dem Fall haben wir zum Beispiel einen Turbo, der ist nicht Unterdruck gesteuert, der ist elektrisch gesteuert. Aber es kann passieren, was sehr viel und oft passiert, dass das AGR-Bypass-Ventil nicht funktioniert. Und wenn das AGR-Bypass-Ventil halt an der falschen Stelle klemmt, dann haben wir zu wenig Ladedruck. Deswegen werden wir jetzt als erstes die Werte uns angucken und danach werden wir gucken, wie ist bei dem Fahrzeug die Rußmasse des Partikelfilters. Weil die Rußmasse des Partikelfilters sagt uns, wann oder ob das Fahrzeug vor kurzem regeneriert hat und ob die Werte, die wir jetzt gemessen haben, ob die überhaupt realistisch sind. Man muss immer 3 Minuten warten, bis man die Prüfung machen kann. Wir haben noch 24 Sekunden vor uns und dann werden wir verschiedene Drehzahlen abfahren. Das heißt, wir werden jetzt einmal im Leerlauf das prüfen, dann wird die Drehzahl sich erhöhen auf 2000 Umdrehungen und dann bei Volllast. Das heißt, wir werden sehen, wie ist sozusagen der Abgasgegendruck bei verschiedenen Drehzahlen, weil der variiert natürlich. So, wir haben jetzt noch 4 Sekunden übrig. Dann gucken wir uns einmal an, was er uns anzeigt. So, man sieht hier zum Beispiel, der maximale Wert ist 35 bar, ne, oder m bar. Wir haben einen Wert von 10. Das heißt, wenn wir die Werte uns anschauen, dann heißt das, der Partikelfilter im Leerlauf hat eine Beladung von ungefähr 30%. Hört sich an sich super an. Wir geben jetzt zum Beispiel, wir erhöhen die Drehzahl auf 2000 Umdrehungen und gucken uns die Werte jetzt mal an. Hier ist das so, dass der maximale Wert ist jetzt 75, nicht mehr 35. Und wir gucken, was ist jetzt zum Beispiel der Wert des Fahrzeugs? 29. Das heißt, wir haben eine Beladung, kann man sagen, von fast 40%. Sowas würde ich euch zum Beispiel per WhatsApp einmal zuschicken. Das heißt, diese Prüfung, die wir hier jetzt gemacht haben, und würde euch sagen, wie ist sozusagen der Zustand des Partikelfilters. Danach gucken wir uns einmal an, wie ist die Rußmasse des Motorsteuergeräts, also im Motorsteuer kann man sich die Rußmasse anschauen und anhand der Rußmasse weiß man dann, ist dieser Wert, den wir da haben, ist er überhaupt realistisch oder ist er halt nicht realistisch. In dem Fall ist zum Beispiel die Rußmasse knapp um die 20. Ne? Das heißt, der Wert, den wir jetzt gemessen haben, ist halt realistisch. Wäre die Rußmasse sehr hoch, aber die Werte, die wir geprüft haben, zum Beispiel sehr klein, dann heißt das, das Fahrzeug hat sehr lange nicht mehr gereinigt. Und dann kann man ja mutmaßen, dass diese Werte halt nicht unbedingt richtig sind. Als nächstes prüfen wir die Injektoren. Wir haben in dem Fall haben wir einen Vierzylinder, das heißt, wir haben 4 Injektoren. Die Injektoren sind leider sehr teuer bei BMW. Man kann natürlich Injektoren instand setzen lassen. Es gibt überholte Injektoren, aber es ist halt wie bei vielen Sachen. Alles, was instand gesetzt wird, überholt, ist niemals so gut, wie es ab Werk war. Deswegen sollte man dafür sorgen, dass die Injektoren einfach möglichst lange leben und nicht kaputt gehen. Wie macht man das? Indem man vernünftigen Kraftstoff tankt. Wir werden jetzt uns die Adaptionswerte von den Injektoren angucken, beziehungsweise die Laufruheregelung, und dann sehen wir, wie ist der Zustand. Hier kann man zum Beispiel die Injektoren sehen. Man sieht zum Beispiel, bei der relativ kleinen Laufleistung für 100.000 haben wir Werte schon von 0,6. Das ist jetzt nicht tragisch, das Foto würdet ihr genauso bekommen per WhatsApp und dann halt auch eine Erklärung dazu, was das bedeutet. Das ist nicht tragisch, aber wir haben auch Fahrzeuge hier gehabt mit 200.000, wo die Injektorenwerte besser waren. Man sieht, das ist einfach ein Leasingrückläufer, wie so viele Fahrzeuge auch in Deutschland, die rumfahren, wo einfach der Vorbesitzer einfach das Billigste vom Billigen getankt hat, weil er wusste, ich gebe das Auto irgendwann sowieso zurück und nach mir im Endeffekt die Sinnflut. Wenn ihr länger was von Injektoren haben wollt, dann muss man halt schauen, dass man vernünftigen Kraftstoff tankt. Und wenn die Injektoren schon Werte haben wie hier, dann gibt es Injektorreiniger, indem man die halt sauber machen kann. Und das ist immer sinnvoll, dass man die Injektoren sauber bekommt bzw. sauber hält, weil ansonsten kostet ein Injektor neu zwischen 5 bis 6 Euro. Die Preise variieren natürlich, aber es ist auf jeden Fall eine relativ teure Angelegenheit, plus Einbau, plus Kodieren und so weiter. Jetzt prüfen wir die 3 Klappen. Das kann man hier sehen, und zwar wir haben eine Ansaugbrücke und in der Ansaugbrücke haben wir 3 Klappen. Die blaue Linie ist die Solllinie.
andersherum. Die rote Linie ist die Soll-Linie, die blaue Linie ist die Ist-Linie. Das heißt, man sieht, die sind fast liegen fast übereinander. Leicht klemmen die drei Klappen, das kann man hier sehen. Warum klemmen die? Weil der Motor funktioniert so, dass er nicht nur aus Luft und Diesel arbeitet, sondern dem Motor werden permanent Abgase zugeführt. Diese Abgase werden durch das AGR-Ventil zugeführt, das Abgasrückführventil, und es sorgt dafür, dass sozusagen wir weniger CO2-Ausstoß in die Umwelt halt rauspusten. Das Problem ist, dass diese verarbeiteten Abgase, die sind halt ölhaltig, das heißt, die bleiben im Motor hängen. Die bleiben zum Beispiel in der Ansaugbrücke hängen, da wo die Dreiklappen sich bewegen. Das ist halt blöd, weil wenn die Dreiklappen anfangen zu klemmen zum Beispiel, wir sehen, in dem Fall klemmen die schon leicht, dann funktioniert eine Regeneration nicht erfolgreich. Das heißt, der Partikelfilter kann nicht regenerieren, wenn die Dreiklappen klemmen. In dem Fall klemmen die nur ein bisschen, aber man muss immer halt schauen, dass die halt vernünftig funktionieren. Die älteren Fahrzeuge mit einem Sechsganggetriebe hatten das Problem nicht, weil zum Beispiel die AGR läuft drehzahlabhängig. Das heißt, das Ventil öffnet und schließt je nach Drehzahl. Das heißt, wenn ihr ein Sechsganggetriebe hattet, dann war das halt so, ihr seid meistens, wenn ihr auf der Autobahn wart, wart ihr aus dem Teillastbereich raus. Das heißt, die AGR war zu. Ihr hattet eine Verbrennung zwischen Luft und Kraftstoff. Bei dem Achtganggetriebe ist das leider so, dass ihr permanent in dem Bereich fahrt, wenn ihr die maximale Abgasmenge zugeführt bekommt, und das bleibt natürlich hängen. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug die Versottung der Ansaugkanäle. Das heißt, hinter der Ansaugbrücke haben wir den Motorblock. Und der Motorblock, da wo die Ventile sind, da kann sich natürlich auch der ganze Dreck ablagern. Der Dreck, der sich auch bei den Dreiklappen abgelagert hat von der AGR, genauso ist das im Motorblock. Bei den Dreiklappen müsste man die Ansaugbrücke ausbauen, reinigen und so weiter. Bei dem Motorblock selber müsste man eine Art Sandstrahlenvariante machen. Und zwar, das nennt sich Walnussschallenreinigung. Das Auto fährt jetzt verschiedene Drehzahlen ab und prüft das Volumen. So, das heißt, das Fahrzeug hat jetzt verschiedene Drehzahlen abgefahren und es hat bestimmte Volumen gespeichert. Und wir haben zum Beispiel maximale Werte zwischen 30 und minus 30. Und wir haben jetzt die Werte in den verschiedenen Drehzahlbereichen, die wir vergleichen können mit den originalen Werten, dass wir sehen können, wie viel Volumen ist in dem Motor noch übrig. Weil wenn zum Beispiel der Dreck sich in dem Motor ablagert, ist natürlich klar, dass das Volumen sich verkleinert und wir haben nicht mehr genug Platz für Luft, ne? Dadurch bekommen wir ein zu fettiges Gemisch. Das bedeutet, wir haben dann einfach eine zu fette Verbrennung, weil es wird genauso viel Kraftstoff eingespritzt wie vorher, aber der Motor hat auf einmal weniger Platz, ne? Weniger Volumenplatz. In dem Fall würdet ihr genauso ein Bild von mir bekommen und zu eurem Fahrzeug halt die einzelnen Sachen erklärt bekommen. Wir haben hier, der maximale Wert ist 6, ne? Bei der höchsten Drehzahl. Das ist in Ordnung. Also wenn man überlegt, für 100.000 ist das natürlich jetzt nicht fantastisch, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, die neuen Fahrzeuge, da, es ist nicht so wie früher. Hattet ihr zum Beispiel einen alten Dreier, E90 zum Beispiel, oder einen 5er E60, dann war 100.000 für das Fahrzeug nichts. Dann war das praktisch ein neues Fahrzeug. Bei den heutigen Modellen, wie zum Beispiel der neue Dreier F30 oder der neue G20 oder die neuen 5er, das ist alles so gebaut, dass es nicht lange halten darf. Deswegen 100.000 fallen die Fahrzeuge häufig auseinander. Nicht nur bei BMW, sondern auch bei anderen Herstellern. Deswegen muss man immer halt gucken, wie ist der Zustand von eurem Fahrzeug, weil jedes Fahrzeug wird ja unterschiedlich behandelt. Das eine fährt viel Start, das andere fährt viel Landstraße, das andere zieht viel Anhänger und deswegen muss man immer halt gucken. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug jetzt, wie groß ist der Unterschied zwischen der berechneten Luftmasse und der gemessenen Luftmasse. Das ist ganz wichtig, weil das sagt uns das, was ich euch gesagt habe, wie viel Unterschied ist oder wie viel Platz hat der Motor. Das heißt, diese beiden Prüfungen muss man gemeinsam betrachten. Ihr seht, ihr habt hier blau die berechnete Luftmasse und rot die gemessene. Und man sieht, wir haben schon einen Unterschied. Das heißt, bei 100.000 haben wir schon einen Unterschied zwischen sozusagen dem Volumen, was er haben sollte, und dem Volumen, was er halt hat. Was kann man machen?
Also, ich hatte schon das angerissen, wenn die Werte sehr hoch sind, dann kann man bei dem Fahrzeug eine Walnussschalenreinigung machen. Das heißt, man baut die Ansaugbrücke ab, reinigt die Ansaugbrücke, danach schließt man jedes einzelne Ventil und macht eine Art Salenstrahlen nur mit Walnussschalen, damit das im Endeffekt reinigt. Ne? Alternativ, wenn ihr das Problem noch nicht habt, könnte man zum Beispiel die Frischluftrate des Fahrzeugs erhöhen. Das ist legal, das hat BMW früher gemacht, als die Fahrzeuge noch auf Garantie waren, auf Kulanz, weil BMW hat das Problem versucht nach hinten zu schieben, damit das irgendwann passiert, sobald die Fahrzeuge aus der Garantie raus sind. Jetzt mittlerweile bietet BMW das nicht mehr an. Natürlich nicht, ist ja auch nicht interessant, weil lieber werden Ansaugbrücken verkauft oder eine Walnussschalenreinigung. Ist natürlich, bringt alles etwas mehr Geld. So, wir gehen weiter. Wir prüfen jetzt als nächstes einmal das AGR-Bypass-System. Und zwar ist es so, dass bei einem Fahrzeug, bis er eine bestimmte Kühlmitteltemperatur erreicht hat, also in dem Fall 50 Grad, ist es so, dass dem Motor permanent Abgase zugeführt werden. Das heißt nicht durch die AGR, die das drehzahlabhängig sozusagen regelt, sondern direkt über einen AGR-Bypass oder den AGR-Kühler sozusagen. Das ist ein Teil. Kannst du hier mal zeigen. So sieht das aus. Ihr habt hier einen AGR-Kühler. Ne? So, ihr habt hier das AGR selber und ihr habt hier den AGR-Bypass. Und hier habt ihr so ein kleines Ventil, was das auf und zu macht. Und das prüfen wir jetzt, weil das ist ganz wichtig. Oft ist das halt so, dass dieses Ventil läuft über Unterdruck. Das heißt, Unterdruck wird über einen Schlauch entsprechend halt aktiviert. Ne? Dieses kleine Ventil oder dieses Unterdruckventil wird über Unterdruck aktiviert. Es kann aber passieren, nach 8 Jahren, dass zum Beispiel bei dem Fahrzeug der Schlauch einfach hart oder porös geworden ist, dass er es nicht schafft, genug Luft zu ziehen. Ne? Oder der Schlauch ist irgendwo gerissen. Oder diese Membran von diesem Unterdruckventil ist zum Beispiel kaputt, weil es ja auch aus Gummi. Oder das elektrische Ventil, was hier auf dem Foto ist, kannst du nochmal zeigen, dieses elektrische Ventil zum Beispiel kann zum Beispiel kaputt sein. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Und zwar, dieses Ventil sollte normalerweise, wenn ihr das Auto startet, aufmachen. Das heißt, dass die Motorabgase zugeführt werden. Wird jetzt aber zum Beispiel 50 Grad Temperatur erreicht, dann wird das Ventil zugemacht und dann regelt die AGR die Abgasrückführung. Wenn jetzt das Ventil zum Beispiel nicht funktioniert, permanent offen ist, dann ist es natürlich blöd. Deswegen prüfen wir das jetzt. Hier kann man das sehen. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit ihr mich besser hören könnt. Und zwar, ihr seht jetzt verschiedene Graphen. Das heißt, das AGR selber wird aktiviert und das AGR-Bypass-Ventil wird aktiviert und man sieht, inwieweit sich die Temperaturen verändern. Und anhand der Temperaturen sieht man das Ergebnis. So, geht noch weiter. Und dann haben wir am Ende gleich 2 Temperaturen und diese beiden Temperaturen geben uns Ausschluss dafür, ob das richtig funktioniert oder halt nicht. Wenn es nicht richtig funktioniert, dann kann es zum Beispiel sein, dass der Partikelfilter voller ist, als er uns bei der Prüfung des Partikelfilters angezeigt hat. Weil wir haben dann zu wenig Ladedruck gehabt, wegen einem nicht funktionierenden AGR-Bypass-Ventil und haben dadurch falsche Werte. So, ich komme wieder und dann kann ich euch mal zeigen. Und zwar hier. Ihr seht zum Beispiel, im ersten Teil sollten wir mindestens 20 haben. Ne? So. Und im zweiten Teil sollten wir mindestens 35 haben. Und Minimum das 1,5-fache von dem ersten Teil. Ist in dem Auto ideal. Das funktioniert. Das heißt, das ist alles super. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Teil. Weil zum Beispiel dieses AGR-Bypass-Ventil inklusive AGR-Kühler ist relativ teuer. Das heißt, man zahlt ungefähr um die 1500 Euro fürs Tauschen und das ist leider wiederum kein Teil, was die Garantie übernimmt. Es ist wiederum Verschleißteil. Ihr seht, viele Teile sind Verschleißteil. Eine Batterie ist ein Verschleißteil, kostet um die 500 Euro inklusive Austausch. Wenn man eine Originale haben möchte, würde ich auch immer empfehlen, eine Originale zu nehmen. Ein AGR-Kühler mit AGR-Bypass ist ebenfalls ein Garantieteil. Der Partikelfilter ist ein Garantieteil. Also sind sehr, sehr viele Teile, also beziehungsweise Teile, die keine Garantie halt haben. So. Wir werden jetzt einmal die AGR selber prüfen. Das heißt, wenn die AGR zum Beispiel permanent offen ist, ist das natürlich für uns auch nicht ideal, weil dann haben wir das Problem, dass die AGR permanent offen ist. So, AGR-Ventil. Wir werden auch schauen bei dem AGR-Ventil, wie schnell es auf und zu geht.
So. Links bei 1 ist der Sollwert, bei 2 ist der Istwert. Ihr seht, die Werte werden aktiviert und man sieht, wie verrußt ist das AGR, wie schnell erreicht es seine Position, die es erreichen soll. In dem Fall erreicht es die Position, aber sie wird erreicht etwas verzögert. Man darf nicht vergessen, das AGR-Ventil wird elektronisch angesteuert. Es wird nicht per Unterdruck angesteuert. Das heißt, normalerweise sollte er die Werte sehr schnell erreichen. Hier wird das jetzt nochmal einen Schritt weiter geprüft, das heißt mit einem Zeitraster von einer Sekunde. Und man sieht hier zum Beispiel, wie viel Verzögerung wir halt da haben. Deswegen meine ich auch, dass Fahrzeuge, auch wenn die 100.000 gelaufen sind, heißt nicht, dass die Fahrzeuge im idealen Zustand sind. Die Fahrzeuge haben natürlich Verschleiß und das ist davon abhängig, wie die Autos benutzt und gefahren wurden. So, das heißt, in dem Fall ist soweit alles in Ordnung. Wir haben das AGR geprüft. Als nächstes gucken wir uns das Automatikgetriebe an. Das heißt, in dem Fall haben wir ein 100.000 gelaufenes Fahrzeug und wir schauen uns, in welchem Zustand ist das Automatikgetriebe. Bei dem Automatikgetriebe muss man einfach verstehen, es ist ein hydraulisches System. Ich mache einmal das Auto kurz aus, weil der muss nicht mehr laufen. So, den Rest kann ich euch dann so erklären. Also, das Automatikgetriebe ist ein hydraulisches System. Solange das hydraulische System funktionsfähig ist, das heißt, dass nirgendwo Druck abfällt, sollte man das Automatikgetriebe regelmäßig spülen. Das heißt, regelmäßig heißt alle 4-5 Jahre oder halt nach 60.000 bis 80.000. Vorausgesetzt, das Automatikgetriebe ist technisch in Ordnung. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, woher weiß ich, ob mein Getriebe technisch in Ordnung ist? Das kann man nur wissen, indem man die Adaptionswerte von Automatikgetriebe sich anschaut. Denn das Getriebe meckert nicht. Das fährt ideal, weil es adaptiert sich immer nach, bevor es kaputt geht. Deswegen viele sagen zum Beispiel, wo wir das Getriebe in Stand gesetzt haben, bevor das Getriebe kaputt gegangen ist, hat das Ding perfekt geschaltet. Das ist normal, das Getriebe meldet sich nicht. Anhand dieser Adaptionswerte kennen wir den Zustand. Wenn ihr zum Beispiel die Adaptionswerte in dem Fall so wären, dass eine Getriebespülung ausreicht, dann wäre das kein Thema, kann man das Getriebe spülen mit Originalteilen, ist alles in Ordnung. In dem Fall reicht eine Getriebespülung aber nicht mehr aus. Wir haben in dem Getriebe bereits ein Druckproblem. Ich werde es einmal ganz kurz zeigen, dass ihr einfach versteht, was das bedeutet. Hier haben wir zum Beispiel so ein Automatikgetriebe. Das ist die Mechatronik und das ist das Getriebe. Das Druckproblem kann zum Beispiel sein zwischen Mechatronik und Getriebe. Zwischen den beiden gibt es Gummidichtungen. Die sehen zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt keine hier, aber es gibt auf jeden Fall Gummidichtungen. Das heißt, eine mögliche Ursache des Druckproblems ist, dass zum Beispiel die Gummidichtungen zwischen Getriebe und Mechatronik zum Beispiel verschlissen sind. Das ist eine mögliche Ursache des Druckproblems, abhängig von den Adaptionswerten, wie hoch die sind. Eine andere Möglichkeit des Druckproblems kann in der Mechatronik selber liegen. Das heißt, diese Dichtplatte, die wir hier sehen, diese Dichtplatte ist zwischen zwei Mechatronik-Hälften und es kann dort ein Druckproblem sein. Das heißt, deswegen muss man schauen, dass man bei einem Automatikgetriebe sich die Adaptionswerte anguckt, du kannst wieder hin. Man sollte sich die Adaptionswerte halt vom Automatikgetriebe angucken und anhand der Werte entscheiden, was ist die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug. Denn was bringt es euch, wenn ihr einfach eine Spülung machen lasst oder einen Ölwechsel oder irgendwas und es war einfach die falsche Maßnahme und hätte zusätzlich zur Spülung auch die Dichtung tauschen müssen zwischen Mechatronik und Getriebe. Oder man hätte zum Beispiel, das Getriebe ist kurz vorm Kaputtgehen, man hätte die Mechatronik zum Beispiel instand setzen müssen oder die Dichtung austauschen zwischen den Hälften. Deswegen bei dieser Diagnose, die wir durchführen, schicken wir euch Adaptionswerte auch vom Automatikgetriebe und sagen, was ist die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug. Und dann, wenn ihr von uns weit entfernt seid, könnt ihr jemanden bei euch in der Nähe suchen, der euch diese jeweiligen Sachen durchführt. Ob das beim Automatikgetriebe ist oder irgendwelche anderen Sachen, ist alles möglich. Nur dann habt ihr halt die freie Wahl und seid nicht auf jemanden Einzelnen beschränkt. Ja,
Als nächstes gucken wir uns mal die Batterie an, weil es ist oft so, dass bei dem Fahrzeug eine falsche Batterie eingebaut wird und oder die Batterie halt zum Beispiel nicht programmiert wird. Deswegen gucken wir uns auch immer, wenn wir eine Diagnose machen, auch die Batterie an. Das heißt, wir gucken, wie stark ist die Batterie beladen. Denn so eine Batterie, wenn man eine originale haben möchte, kostet inklusive Einbau um die 500 Euro. Man kann leider keine Zubehörbatterie nehmen, weil die Werte bei Zubehörbatterien sind nie identisch mit den BMW-Batterien. Wir gucken uns hier die Ladung an von der Batterie und werden zum Beispiel sehen, was sehen wir? Wir sehen, das Fahrzeug ist nicht viel gefahren, aber wir haben eine Beladung von 75%. Das ist okay. Ich wollte einmal gucken, genau. Das ist auch die allererste Batterie, die wurde noch nie getauscht. Dafür, dass das die erste Batterie ist und die in dem Fall 8 Jahre alt ist, ist das wirklich in Ordnung. Wichtig auch zu wissen, ob irgendwas bei dem Fahrzeug die Batterie leer saugt, weil viele Fahrzeuge haben irgendwas nachgerüstet oder es gibt sehr, sehr viele Steuergitter in den Fahrzeugen und diese ganzen Steuergitter, die sorgen halt dafür, dass bei dem Fahrzeug Probleme entstehen. Leider ist das hier ebenfalls so. Das heißt, man kann zum Beispiel sehen, irgendwas ist bei dem Fahrzeug so, dass er die Batterie leer saugt. Und zwar, man sieht zum Beispiel, normalerweise sollte ein Fahrzeug einen Ruhestrom haben unter 80 mA. In dem Fall haben wir 21 Mal einen Ruhestrom gehabt über 80 mA. Und das ist halt nicht schön. Das heißt, irgendwas sorgt dafür, dass die Batterie halt leer gesaugt wird. Und man muss halt schauen, was dafür verantwortlich ist. Ob zum Beispiel eine Alarmanlage oder eine nachgerüstete Kamera oder irgendwas. Oder ihr habt irgendwas nachrüsten lassen und es wurde nicht fachgerecht angeschlossen. Das ist genau das, was halt passieren kann. Diese ganzen Prüfungen, die ihr jetzt mit mir gemacht habt, das funktioniert halt, wie gesagt, auch aus der Ferne. Ihr bekommt zu jeder Prüfung das Foto, das Ergebnis per WhatsApp und zu jedem einzelnen Komponenten bekommt ihr eine Sprachnachricht, was das bedeutet und was da zu empfehlen ist. Und am Ende telefonieren wir, besprechen wir alles, was sozusagen als Zusammenfassung, was da halt Sinn macht. Deswegen, wenn ihr an sowas Interesse habt und länger was von eurem Fahrzeug haben möchtet, kann man das Stück für Stück so abarbeiten, alles durchprüfen und dann weiß man ganz genau, was ist mit meinem Fahrzeug los, was ist mit dem Fahrzeug los, was ich kaufen möchte, was muss ich investieren, um es länger zu halten oder wenn ich ein Problem habe, kann man die einzelnen Sachen halt durchprüfen. Und wichtig ist nicht nur die Prüfung zu machen, sondern halt die Erfahrung, was diese Prüfung halt bedeuten, weil oft werden falsche Ergebnisse angezeigt, deswegen werden oft Sachen einfach getauscht, ohne halt mitzudenken, weil die Leute, die tauschen, müssen sie meistens nicht bezahlen, bezahlen tut das der Kunde. Deswegen muss man immer die richtigen Sachen versuchen durchzuführen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten per E-Mail oder telefonisch und wir werden euch helfen. Vielen Dank!